Zeuge Simon Gutland, Polen, Kaufmann, 65 Jahre alt, 70. Verhandlungstag, 27.07.1964. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen, zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Vous agréez qu'on prenne vos déclarations sur un ruban phonographique pour retenir cela pour la mémoire du tribunal? Vous agréez que ça, oui, ça fait einverstanden? In welchen Block sind Sie gekommen, als Sie nach Auschwitz kamen? Dans quel bloc êtes-vous arrivé? Wenn, in 42? Ja. In 42? Ja. In welchem Block? In Birkenhof, ja? Ja. In Block 8. Block 8. Ja. Und, bitte? Ja, war damals Birkenau schon fertiggestellt? Nein. Birkenau était complet. Nein. Wir sind immer geschlafen. Noch damals war Reisko, hat mir riefen. Nachher Birkenau, Reisko. Wir haben geschlafen in Buxtehude. Wissen Sie, Lacher in Gebote. Würden Sie es vielleicht Französisch sagen? Wir können das schlecht verstehen hier. Je suis nous arrivé à Auschwitz. Auschwitz. Là-bas, il n'y a pas de nouveau barrack. Il y a des, comment ça s'appelle? Vous voulez dire Auschwitz ou Birkenau? Birkenau. Ja, dort waren noch keine neuen Baracken für uns. Qu'est-ce que vous avez fait? Je travaille Sonderkommande. Mais qu'est-ce que vous avez préparé dans le camp? Dans le camp de Birkenau. Où je travaille? Oui. Sonderkommando. Er war im Block 8 untergebracht. War das das spätere Frauenlager? Est-ce que c'était plus tard le camp des femmes? Entschuldigung, ich will reden Deutsch. In einem Monat später, hat man liquidiert das Frauenlager in Auschwitz. Man hat herübergebracht viele Frauen in Lager FKL. In einer Seite waren die Männer. In zweiter Seite waren Frauen. FKL. Würden Sie uns mal an dieser Karte zeigen, wo Sie hingekommen sind? Jawohl. Bitte schön. Wenn ich bin gekommen, 42, das hat noch nicht existiert. Wenn ich bin eingekommen, 42, hat noch nicht existiert. Keine Krematoriums. Keine Krematoriums. War denn das Lager schon so, wie es jetzt hier auf der Karte eingezeichnet ist? Nein, das ist noch. Was war denn damals da? Auf links waren dort die böse Baracken, nicht Baracken, gemurrte Baracken. Für die Frauen, wenn sie dann angekommen, einen Monat später, hat man gemacht Baracken, Holzene, in sind geschlafen auf die Britsche, ja. Also, sind Sie vermutlich links hingekommen in das Lager, wo da steht B1? Ich will alles übergehen. Genau. Wenn ich bin angekommen war an dieser Rampe. Die Rampe war an Alte auf einem Feld. In Zizigain zu dem Krematorium war keine Krematorium. Es war nur, ich war in der Sonderkommando, habe ich gekoppelt Grieber. Jeder Grieber halten 10 Meter der Länge, 6 oder 8 Meter der Breit und 7 Meter der Tief. Es waren zwei Sonderkommande. Erste waren 50 Mann. Das war die Sonderkommande Erste. Sie waren ugesindert für unser Lager. Sie waren ein Block ugesindert. Sie haben keine Recht mit keinem für uns nicht zu sehen. Sie haben bloß vergasset in die vierte Nacht. In die Rollwagen und die Rolles. Wo haben Sie denn gelegen im Block 8? Würden Sie uns das mal zeigen? Ja, wie Block 8. Block 8 war, von unten war Block 7, das, wie heißt es, Krankenbau. Einen Moment. Hier, von links. Hier. Von hier. So. Ja, in dem späteren Frauenlager. Da. Oder von jener Seite, weil du die Silberle sind. Von jener Seite war. Ja, Moment, eine Sekunde, hier Ihre Mutter, genau. Können Sie uns das nicht französisch sagen, was Sie uns... Da hier war die Blockviererstube. Ja. Hier. Ja. Wir sind rein hier, da.
Du warst der FKL, du warst der Frohn nachher. Frohn, du warst der Männer. Ja. Da war der Sibbele. Da war der große Weg auf dem Krematorium 1, weil er angezogen war. Einer, zwei, drei, vier. Du war noch eine, zwei Gräber nachher, wenn der Ungarer Transport. Waren denn die vier Krematorien schon da, als sie hingekommen sind? Nein, da ist wieder aufgestellt, Monat November. Oktober, November. Ja. Ich habe gearbeitet in Kennisgraben. Der Kennisgraben ist bestanden. Die Gaskammer. Ja. Das ist, wenn wir gerne zu der Arbeit in Kennisgraben, sind wir gerne 15 oder 10 Mann, sind wir gerne 6 Mann. Ja. Nehmen Sie bitte mal wieder Platz. Sie haben im Sonderkommando gearbeitet, haben Jawohl. Sie uns gesagt. Ja. Und Sie mussten dort was tun. Was ist das? Vous fait faire dans le commando spécial. Oui. Ich habe gearbeitet in Sonderkommando 2. Sonderkommando 1 waren 50 Leute, die sind ungesichert geworden von unser Lager, von den alle Menschen, die haben gearbeitet bei der Gaskammer, vergaset und in die Gräber hereingeschmissen, die alle Leute, 500 oder 600, haben nicht gezeigt. Wenn in der Sonderkommando bestanden von 400 Mann für den Block 8, nicht bloß 8 bloß, in der Früh gehabt, die Sonderkommando auf dem Platz, Appellplatz, das war damals Schilliger, gehabt, in einige 400 Mann oder 500 Mann. Wir haben gerade Aufgabe, die Gräber zu koppeln, tagtäglich 10 oder 15 Gräber. Und kommen wir zum Morgen in der Früh, war schon die Gräber verfüllt mit Menschen, die vergassete und Ziegeschitt mit ein bisschen Kommode, wie heißt das? Ziegeschitt. Kall in der Aufgeschichte 10 Zentimeter Erd. Wenn wir dann angekommen in der Friedrichsche Gewebe Badeck, doch hat man doch gesehen, da steckt eine Hand oder ein Fies oder das Blut von der Menschheit dort gespritzt, ein Meter der Heide war Qualle wie Wasser. Ich bin nicht kein Mann, was ich kann auch brachen. Also ich habe mitgemacht, so viel Schlachten kriegen. 14, 18, 19, 21 mit den Bolschewiken war ich abhängig von der polnischen Armee. Hat mich eingezogen in die Armee, aber war auch Gefangenschaft. Jetzt einen Moment mal. Sie haben also Gräber ausgehoben, wie ich Sie verstanden habe, und zwar Massengräber für die Leichen, die aus den Gaskammern gekommen sind. Und die Leute wurden dann dort hineingelegt und wurden mit einer 10 cm Schicht mit Kalk überdeckt. Und dann kam etwas Erde darauf, was aber auch nicht sehr tief war, sondern ziemlich leicht bedeckt war. Das haben Sie uns eben erzählt, nicht? Stimmt. Ein Moment, ja. Herr Präsident. Nachher, 3-4 Tage später, wir haben gerade Kontakt ein bisschen mit den 50 Leuten, der erste Sonde, mit der zweite, ich komme mit der politischen Abteilung, mit Boca, Baroche, so macht eine Änderung, so macht Einschluss. Der erste mit der zweite. Damals bin ich heraus für die Sonderkommande 2 oder 3 Tage früher. Hab ich gerade Glück, weil die Sonderkommande geworden eine Sonde, sie war ungesichert in Block 2 in Birkenhof. Wir können Sie schlecht verstehen, Herr Zeuge. Können Sie nicht Französisch sprechen oder sprechen Sie auch Französisch nicht? Est-ce que vous ne pourriez pas parler français afin que le tribunal pourrait mieux vous comprendre? Oui, quand je ne comprends pas bien, je vais expliquer au français. Oui. Avant, nous sommes premier zone de commande et deuxième. Alors nous, deuxième zone de commande, nous couchons au lago, tous ensemble. Tous les lagos. Wollen wir erstmal übersetzen, was hat er gesagt? Et des 50 personnes, des Sonderkommando. Vous aviez été le un Sonderkommando, lequel? Moi, j'ai. Numéro 1. Sonderkommando, plus grand, 400 personnes, 500 personnes. Et quel est le numéro de votre commando? Deuxième. Sonderkommando 2, war ich. Et qu'est-ce qui s'est passé avec votre commando? Nous, on fait des trous. Ils ont fait des trous. 10 mètres, ou 15 mètres, ou 8 mètres. Moi, je fais par spéciale mesure. Qu'est-ce que je fais? 15, 10 et 8 mètres. Non, 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres de longueur. 10 mètres long.
10 mètres de longueur et 7 mètres de largeur et peut-être 10 mètres de comment ça s'appelle Tiefe. De, tiefe. Profondeur. Profondeur, c'est tout. 10 mal 7 mal 10. Vielleicht habe ich einen Irrtum mit einem halben Meter. Ich habe nicht gemusst. Ich habe même pas gardé, spécial, seulement. Je suis travail dedans. Je connais des travail, je travaille l'autre guerre. Ja, was sagt er jetzt noch? Er hat die genauen Maße natürlich nicht genommen. Ja. Nun, wie lange waren Sie dort? Pour quel temps avez-vous adhéré à ce commando? Le zone de commando, je suis resté peut-être 3 semaines ou 4 semaines. 3 oder 4 Wochen? 3-4 Wochen, ja. 3-4 semaines. Und dann kam er wohin? Après cela, où êtes-vous venu? Après nous ramasser 200 personnes, nous envoyer... 200 personnes? Nous ramasser à Birkenau. 200 personnes sont à Birkenau gekommen. Non. Birkenhof? Birkenhof, appel... Nous pris 200 personnes, nous envoyer à Auschwitz. Man hat 200 Personen beim Appell genommen und nach Auschwitz geschickt. Ins Stammlager? Au camp original. Je suis à Auschwitz. Je suis, Stammlager. 17 Block. Block 17. Ich kam in den Block 17. Bahnhof. Auprès du Bahnhof, de la Bauhof, gare. Bahnhof, oder Bahnhof. Bahnhofskommando. 800 personnes, 400 personnes. Und was hat er im Bahnhof zu tun gehabt? Qu'est-ce qu'on a fait travailler là-bas? Ja, Waggons, die Waggons abgeladen, comment ça s'appelle? Abgeladen, de Eisen. Déchargé. Chargé, comment ça s'appelle? De Leisten, de Chinos, de, toutes les choses tout, pour les la construction du bâtiment. Les bons matériaux viennent de wagons. Là-bas, manque pas de travail. Comment? Manque pas de travail à Bahnhof. Il y a tous les jours arrivé de autres choses. Es ist jeden Tag etwas anderes angekommen. Also musste ausladen auf dem Kommando, ja? On a déchargé les wagons. Des wagons, chargé des wagons. Wir haben sie ausgeladen. Une place, c'est ça, vous devez aller à Auschwitz. C'est beaucoup bloqué. Et donc, je vais dire, comment vous dites ça? Le premier donne un dolmetscher polonais, non? Nein, einen polnischen Dolmetscher haben wir leider heute nicht. Schade. Weil ich bin geboren in Polen. Ja. Da schaue ich ja noch leicht besser die Sprache. Wäre vielleicht die Frau Kapkejew zu erreichen? Wir wollen noch mal kurz wiederholen. Ist es richtig, dass Sie bei Ihrer Ankunft in Birkenau in Block 8 gekommen sind? Czy prawdą jest, że pan po przybyciu do obozu w Brzezince umieszczony został na bloku 8? Tak. Ja. Welche Aufgaben mussten Sie damals erfüllen? Jakie pan miał zadania wtedy w tym napis? Zadanie? Co pan robił? Ja robił Sonderkommando pierwsze. Pracował pan? Sonderkommando. Ich habe im Sonderkommando gearbeitet zuerst. Welche Arbeiten mussten Sie dort verrichten? Jakie prace pan wykonywał? Wykopać, jak to powiedzieć, okopy na 10 metrów. 8 szerokość. 10 długości, 8 szerokości. Wir haben Gräben ausgehoben, ja. Auszuhoben gehabt, und zwar 3 Meter lang, 8 Meter breit. 10 Meter. 10 Meter lang, 8 Meter breit. Und wer wurde da, was geschah mit den Gräben? I co stało się z tymi rowami po wykopaniu? Te wszystkie ludzie są byli gazowane. Zone commande pierwsze, to oni przysłali do nas, oni to wszystko zrzucili do tego grobu, te wszystko ludzie gazowane i oni zasypali trochę cementu i 10 centymetrów piasku. Myśmy to wszystko zasypane 3 metry wysokości. Lewski, Broad, Dr. Schatz, Dr. Frank sind nicht vertreten. Halt. Das ist der Herr Rechtsanwalt Amthor. Herr Wachtmeister, würden Sie mal sehen, ob er vielleicht sich unten im Restaurationszimmer befindet?
die Menschen, die von einem Sonderkommando 1 vergast wurden, kamen dann als Leichen in diese Gräben, wurden mit Zement und mit Sand zugedeckt. Ich glaube mit Kalk. Zement und Sand wurde mir gesagt. Ja. Zimmer kalt, habe ich gelesen. Gewiss was das. Ich habe damals nicht gewusst, was das ist. Zement oder Kalk. Ob das Zement, ob Kalk. Weil das, so było nasasypane 10 cm piasku. 10 cm Sand war auf jeden Fall. Und darauf kam es Zement oder Kalk, weiß ich nicht. Potem myśmy zasypiali 2 metry oder 3 metry wysokość. Darauf haben wir noch 2 Meter hoch Piasku. Sand drauf schütten müssen. Żeby, potem, potem 2-3 metry jeszcze krwi, jak to powiedzieć? Krew jeszcze wyszło na górę, może 10 cm. Und obwohl wir 2 bis 3 Meter Sand darauf schütten mussten, kam noch Blut raus. Ja. Wie lange blieben Sie bei diesem Kommando? Jak długo pan miesiąc, also 6 tygodni. Ein Monat bis 6 Wochen, so ungefähr. Wo kamen Sie dann hin? Dokąd pan potem? My haben, nasze zrobili tam, zebrali 200 ludzi. Odesłali na Oświęcim. Do Oświęcimia. Ta, to było do głównego. Do głównego, also man hat uns dann 200 Personen zusammen gesammelt und nach Auschwitz, also in Stammlager, gebracht. Und was mussten Sie dort tun? Co pan tam ja musiał? Tam byłem blok 17, tam było Bahnhof Kommando. Ich musste dort auf dem Block 17 sein, dort war Bahnhof. Kommando. Und wie lange blieben Sie dort? Jak pan długo został? Zaraz, przypominam sobie. Proszę sobie. 6 tygodni. Ich muss 4, mich, 6 tygodni, tak samo. Ich muss mich bitte erinnern, so ungefähr auch 6 Wochen. Wo kamen Sie dann hin? In Kommando, Kanada. Kanada Kommando. Pan potem? Kanada Kommando. Danach kam ich ins Kommando Kanada. Und wie lange blieben Sie dort? Jak długo pan tam został? Kanada Kommando war hier herein. I pan mówi, proszę po polsku. Kommando, ja weszłem, może było do 14 decembra. Którego roku? 14 decembra 1942. Ja, als ich dahin kam, da war September, Oktober etwa. Und ich blieb bis zum 14. Dezember. 1942. Wo kamen Sie dann hin? A potem dokąd pan poszedł? Nasz przy bramy, blok Fiorstube, nas zatrzymali całej komandy. Nas było 100 ludzi w Kanada i wybrali 14-15 ludzi, te silniejsze, te nie muzułman, silniejsze, odesłali nas do Kobie, do lasu. Do Kobie. Małe miasto miało mało takie wież do lasu kopa tego noc z tego dziewo te. Nach dem Dorf Kobie. Also eines, ein Moment. Moment, Herr, eines Augenblick mal, was wollten Sie heute? Ja, Herr Vorsitzender, nur um einen weiteren Zeitverlust zu ersparen. Ich kann nicht Polnisch, aber um jetzt als Herr Landmann zu sprechen, hier scheint es sich doch um das Abenteuer einer Sprache zu handeln. Und nein, das ist verständlich durchaus. Der Tonfall ist also derselbe wie vorhin. Das Deutsch haben wir ja auch verstanden, wenn man zugehört hat. Aber es tut mir leid, ich verstehe es. Schön. Ist denn Polnisch die Muttersprache des Zeugs? Entschuldigung. Genauso. Deshalb haben wir die Dolmetscherin holen lassen. Er hat ja selbst um die polnische Dolmetscherin. Dlatego ja już 29. Aber dadurch, dass er vorher Deutsch gesprochen hat, kommt er noch nicht so richtig in die Sprache hinein. Ich kann ihn aber vollkommen verstehen. Dankeschön. Also eines Tages wurden wir bei der Blockführerstube angehalten. Wir waren ungefähr 100 Personen. Davon wurden 15 Personen, die stärker waren, ausgesondert. Und wir müssen im Walde arbeiten. W lasu, w Kobie, 20 Kilometer Kobie, koło Sosnowca tam. Der Ort hieß Kobie, in der Nähe von Sosnowitz. Tak.
I tam myśmy znęli tego drzewo i to palenie ludzie. Myśmy tam zebrali te wszystkie drzewo, odesłali do krematorium. Wir haben dort Bäume fällen lassen und das war Holz fürs Krematorium. Das wurde wieder ins Lager geschickt. Brennholz, ja. Te drzewo palone, to odesłali te małe wszystkie gruzy więcej do krematorium. Also das Kleinholz wurde ins Krematorium geschickt. Lepsze drzewo. Und das bessere Holz? Odesłali tam po mebli. Das bessere Holz wurde fürs Möbel, also ja. Zur Herstellung von Möbeln. Wie lange blieb er in Kobie? Kobie. Jak pan długo tam był? Ja byłem w Kobie, ja po 8 Dezember i AU 6 miesięcy. Ich bin im Dezember dahin gekommen und ich blieb dort etwa 6 Monate lang. Und wo kamen Sie dann hin? Dokąd pan potem poszedł? Potem mnie złapali na ulicy. Zemdler Juden antreten, złapali Żydki i odesłali nas 50-100 ludzi do Monowicz, Buna. Eines Tages wurde gesagt, alle Juden austreten und wir alle Juden, so zwischen 15 und 100, wir wurden nach Monowitz geschickt. Was mussten Sie dort arbeiten? So tam Kommando 35, Bojunkommando, jak to powiedzieć. Cegły myśmy nosili i zrobili takie domy, baraki takie, fabryki. Wir mussten Ziegel Steine tragen, wir haben Baracken, so eine Art Baracken gebaut. Für die Fabrik. Ich weiß nicht, was, wofür. Und wie lange blieben Sie in Monowitz? Also ich bin dahin etwa in September gekommen, bis Dezember war ich dort. 1943. Und wo kamen Sie dann hin? Ich bin direkt nach Auschwitz, krank. Zu ham? Ja, mir oder Swali, da krank bin, jak ich chori. Ich war krank und da wurde ich in den Krankenbau geschickt. Ja, leżałem w Krankenbau kilka dni. Ich blieb einige Tage im Krankenbau liegen. Block 21. Auf dem Block 21. Ja. Ja, potem mnie wzięli do nowej Wäscherei. Und dann wurde ich in die neue Wäscherei. In die neue Wäscherei. Pralnie, nowe, tam było dwa, stare i nowe. Te nowe to prali za SS-lo. Za SS-manu. Tak. I to było naprzeciwko Block 11. Ja, also es gab nämlich zwei Wäschereien in Auschwitz, neu und alt. Und in neuen wurde die Wäsche für SS-Männer gewaschen. Tak. Und es befand sich gegenüber von Block 11. Tak. Ich kann lieber die Frauenblocke erzählen, die Experienzen zusammen gemacht. Niech pan teraz mówi po polsku. To było naprzeciwko 11 i 10 blok. Es war gegenüber von 11 und 10. Block 10 to było, gdzie to zrobili Experienzen avec te kobiety. Aha. Im Block 10 waren Experimente mit den Fragen, also mit den Frauen Versuche gemacht. Und wie lange blieben Sie in der neuen Wäscherei? Jak długo pan tam pozostał? To 22 lata. Ja bitte, das sind 22 Jahre her. Jedne minute, ja wszystko zapomnę. Jeszcze pamięć trochę mam. Aber nach einer Minute werde ich in der Lage sein zu sagen. Ja byłem do 19 czerwca, avril, jak to powiedzieć? Kwietnia. Dlatego byłem, zrobili antrejt Zemdler Jude. To my się wiemy, co to jest, znaczy wypalić, oto wygazować. Jak złapali, to złapali. Ich blieb dort bis 19. April und dann hieß es, alle Juden wieder austreten. Wir wussten ja, was das bedeutet. Entweder vergast oder durch Schornstein gegangen. Oder Kommando, ciężka Kommando robić. Oder in ein schweres Kommando, also wahrscheinlich Strafkommando meinte, schwer arbeiten. Ja. Also oni nas złapali, odesłali 100 ludzi do Birkenau. Da wurden wir 100 Personen nach Birkenau geschickt. Und was gemacht? Nas robili Kanada Kommando.
Und da aus uns wurde wieder Kanada-Kommando zusammengestellt. Ja, w drugim razu wpadłem do Kanada Kommando. Zum zweiten Mal bin ich ins Kommando Kanada reingefallen. Tak się nazywa, Kanada, Obrąbskommando, jak by chcieli tam, tak powiedzieli. Jak Kommando? Obrąbskommando, po niemiecku, Obrąbskommando. Ein Aufräumungskommando. Aufräumungskommando. Also ich verstehe das Wort nicht. Aufräumungskommando. Aufräumungs. Aha. Aufräums. Also, dlaczego mnie tam podesłali 100 ludzie? Bo dlaczego zaczęli przywozić, mieli przywozić 600 tysięcy. Ungaria. Warum sind wir dahin geschickt worden? Es sollten 600.000 Juden aus Ungarn kommen. Von ganz Europa zusammen. 600, 800, und wir sagen nur wie auf Polsku. Auf Polsku, dobrze. Wie lange blieben Sie in Kanada? Oni zrobili większe komandy, dlaczego co dzień przychodzi 7, 8 transportu, codziennie, w nocy, dzień i w nocy. Zrobiliśmy dwa komandy, dziennie i w dziennie i w nocy. Sie haben das Kommando vergrößern müssen, weil man in zwei Schichten gearbeitet hat. 7 und 8 Züge, Transporte kamen im Laufe des Tages. Also es wurde Tag und Nacht gearbeitet und darum wurde das Kommando vergrößert. Und wann kamen Sie dort wieder weg? Kiedy pan odszedł stamtąd? Z tego, Kanada. Stąd ja byłem, może ja pojechałem w kwietniu. Tak. Ostatni transport z miasta Łodzi. Z Łodzi, getta Łodzi przyjechali 60 tysięcy. Das war als der letzte Transport aus Łódź angekommen ist, waren 60 oder 70.000 Personen. Das war September. Ich bin im April also reingekommen und blieb bis September. Ja, September oder vielleicht auch Oktober. Und wo kamen Sie dann hin? Może październik i dokąd pan dachte, jak to powiedzieć, na dasze zrobiłem komandę. Dobrze, Dachdeckerkommando. Danach kam ich ins Dachdeckerkommando. Ja. Und dort blieben Sie bis zum. Ja, byłem tam już Oktober, November, do ostatniej chwili odesłali mnie do Sachs, do Jaranburg. Oranienburg. Byłem tam 10 dni. Dort bis November etwa. Und dann wurde ich nach Oranienburg geschickt. Oranienburg, byłem tam 10 dni. Ich blieb dort 10 Tage lang. Odesłali nas do Sachsenhausen, byłem 24 godzin. Dann wurden wir nach Sachsenhausen abgeschickt und dort blieb ich 24 Stunden. Ja. Potem odesłali nas do Kaufering, Landsberg. Dokąd? Kaufering. Kaufering. Landsberg. In der Nähe von Landsberg. Ja. Da wurden wir Oberbayern. Oberbayern. Ja. Nun sagen Sie bitte, wie Sie in Kanada waren. Haben Sie da auch die Ankunft der Transporte aus Ungarn sehen können? Oder welche Tätigkeit hatten Sie da im Einzelnen? Proszę, niech pan z początku słucha po polsku. Dobrze. Bitte hören Sie zuerst polnisch. Dobrze. W tym czasie, kiedy pan pracował w Kanadzie i przychodziły transporty z Węgier, co pan mógł obserwować? Pan widział, jak one przychodziły? Jaka była pana działalność? Ja obserwowałem wszystko, co się stało. Ich habe alles, was geschah, beobachtet. Wo waren Sie und was hatten Sie dort zu tun? Ja. So, gdzie pan był i co pan miał robić? Ja miałem zrobić, roztworzyć wagony, co ludzie przyjechali. Ich musste die Wagen öffnen, wenn die Menschen angekommen sind. Dobrze. I ci ludzie wygnać z tych wagonów. Und ich musste die Menschen aus diesen Waggons rausjagen. I te wszystkie paczki wyrzucić na rampę, to wyrzucić to wszystkie walizki, jedzenie, wszystko. Und die Pakete, die sie hatten, also Koffer und das alles, Gepäck. Was sie hatten, das Gepäck auf die Rampe werfen. Ja. Und die ludzie musieliśmy posłać po pięciu.
Ustawić. Ustawić po pięciu. Wir mussten diese Menschen, die Angekommenen, zu fünf aufstellen. Dzieci, matki, ojcie, stary, młody, wszystko po pięciu. Tak, wybrali wir ludzie. Wir haben die Selektionen durchgeführt. Wybrali ludzie, które są ludzie, młode. Sie haben die jungen Menschen ausgesucht. In dzieci, z matka, stary ludzie, chory ludzie. To z transportu się zostało może 10, niektóre 20% poszły do lagru. Also die starken Menschen wurden ausgesucht. Kinder und Mütter und ältere Personen, die wurden dann auf die andere, also ausgesucht, so dass ungefähr 10-20% von jedem Transport ins Lager kam. Ja, da möchten wir mal einen Augenblick stehen bleiben. Zunächst, wer war denn Ihr Vorgesetzter in diesem Fall? Kto był pana naczelnikiem, szefem pana? Pana szef był kapu. Kapo. Kapu, wow. Ja, und wer war der Vorgesetzte vom Kapo? Das war ein Kapo. Kto był jeszcze nad Kapo? Nad Kapo był Kommandoführer. Über ihn stand ein Kommandoführer. Kennen Sie noch den Namen dieses Kommandoführers? Czy pan zna nazwisko tego Kommandoführera? Ja znam. Ja nie chciałem nawet wiedzieć od jego nazwisko. Ich wollte gar nicht den Namen von ihm wissen. Niektóre S, kolega jeden drugiego wołał, to ja słyszałem nazwisko. Aha. Wenn ein SS-Mann den anderen SS-Mann mit Namen rief, da habe ich den Namen gehört, aber so nicht. Können Sie mir nicht sagen. Nun, sagen Sie, es interessiert uns auch zu wissen, wie das eigentlich befohlen war. Wer hat Ihnen denn den Auftrag gegeben, die Leute aus dem Waggon herauszutreiben? Jak to było, proszę pana? Kto panu wydał rozkaz wypędzać ludzi z wagonów? Kommandoführer hat gesagt, Kapu. Niech pan mówi po polsku. SS, Kommandoführer, ist gekommen mit uns heraus. Niech pan mówi po polsku. Jak to powiedzieć? Ten Kommandoführer, Führer SS, przyszedł na rampę z naszej komandy i myśmy już wiedzieli, jak przychodził pociąg, co mamy robić. Kapu był przy tym. Als Kommandoführer zu uns kam, da haben wir immer gewusst, was wir zu tun haben. Und Kapo war übrigens immer dabei. Ja. Sie sagten, es standen von Ärzte, Dr. Mengele und auch andere Ärzte. Waren bei diesen Ärzten auch noch andere SS-Personen? Pan powiedział, że był doktor Mengele, jakiś inny lekarz. Czy oprócz tych lekarzy były jeszcze jakieś inne osoby? Tak. Byli, przyszedł z policji się przyszli tam ludzie, SS, takie, Bunka, Bonot, przyszli z rozkazem. I jak ludzie stanęli, to powiedzieli, kto ma przy sobą pieniądze, złoto, brylanty, żeby oddać. I aus der politischen Abteilung kamen die Leute, also SS-Männer, mit einem Befehl. Und wenn so ein Transport kam und sich aufgestellt hat, da haben sie gesagt, wer Gold hat, Brillanten oder andere Schmucksachen. Ja, sollen das abgehen, sollen das, żeby oddali, jak nie oddają, to będą na miejscu, jak znajdą, rozstrzelone. Sie sollen das alles sofort abgeben. Wenn sie nicht abgeben und das gefunden wird, werden sie an Ort und Stelle erschossen. Haben Sie dort auch den Dr. Lukas gesehen? Czy widział pan przy tym doktora Lukasa? Może widziałem. Ja nie wiem, czy on prawdziwy. Ja jego nazwisko. Ja nie wiem. Ja mogę go widziałem, na pewno widziałem. Vielleicht tylko... habe ich ihn gesehen, sicher habe ich ihn gesehen, ja. Aber den Namen, den kenne ich nicht. Sagen Sie bitte, wenn die Leute nun in Fünferreihen aufgestellt waren, wer hat dann die Auswahl getroffen, was weiter geschehen sollte? Kiedy ludzie ustawieni już zostali po pięć osób, to kto wtedy dokonywał wybiórki?
Kto wykonał biurki, to tu już przyszli takie, co tego przyszli samemu. Ja nie wiem, ja myślę, przyszli samemu, ale kazali przyjść i to wszystko ganiali do tego do krematorium. U jak było kto, kto, proszę? SS. Also da, wenn sie aufgestellt worden sind, dann mussten sie entweder selbst nach vorne kommen oder sie wurden dann ins Krematorium gejagt. Selbst nicht, oni pognali z kijami, oder pierwszy, oder drugi. Dann wurden sie mit Stockhieben dann ins Krematorium getrieben. Ich habe nochmal gefragt, wer aber, wer ja. hat den Befehl? SS-Männer. SS-Männer. Ja. Wurden dann die Schwachen und die Frauen und die Kinder zu denjenigen bestimmt, die ins Krematorium gehen mussten. Więc proszę pana, te słabe osoby, dzieci i starsi ludzie, czy oni byli przeznaczeni do tych, którzy szli do krematorium? Tak, tylko co jedno było. Jak było bardzo słabe, nie mogli iść, to wysłali kamień, jak to, wozy, ciężkie wozy. Ciężarówki. I postawili takie tobaretkę i tam wzięli to do tego do kamiony, wrzucili, poszli samemu i odesłali do gazu. Wenn jemand sehr schwach war, dass er gar nicht gehen konnte, da hat man Lastwagen geholt und man hat den Hocker hingestellt und da hat man sie raufgeworfen. Ja. Sie sagten, es sei ein gewisser Prozentsatz der Angekommenen ins Lager gekommen. Pan powiedział, że pewien procent z transportu odchodził do obozu. Tak. Było transporty, co oni 100%, jak przyszli z lagru, lager było robotniczy, jak przyszli same mężczyzny, z którego lagru, drugiego transporty, to wszyscy poszli. Es gab auch Transporte, wo 100% der Insassen ins Lager kamen. Wenn das zum Beispiel aus einem anderen Lager Arbeitskräfte angekommen sind, dann gingen sie 100%ig ins Lager. Es gibt było takie Transporte, to przyszli, wszystkie, cały Transport było nieżywe. Es gab raz było tak. Es gab einmal auch ein Transport, das kam an und alle waren tot, die drin waren. Oni byli 12 dni, byli, oni przyszli z Ukrainy, z Białej Rosji. Przysłali 10 dni, było w drodze. Cały transport, myśmy robili 2 dni, 3 dni. Es gab einen Transport, der kam aus Weißrussland oder der Ukraine. Die waren 10 bis 12 Tage unterwegs und alle waren tot. Wir haben 3 Tage gearbeitet, bis wir sie alle herausgeworfen haben, also die Leichen aus dem Transport. Haben Sie eine Kenntnis, woran diese Leute gestorben sind, ob am Verhungern oder Verdursten oder ersticken oder was? Czy panu wiadomym jest, na co zmarli ci ludzie? Nie. Czy z głodu, czy z pragnienia, czy z osłabienia? Jedna dziewczynka była w tego pociągu z ojcem razem. Ojciec trzymał tę dziewczynkę 7 lat na rękę. Ona była żywa, tylko jedna ta mała dziewczynka, 7 od 8 lat. In diesem Transport, da gab es nur ein Mädchen, so vielleicht 7 Jahre alt. Ein Vater hat ein Mädchen im Arm gehabt. Sie war etwa 7 Jahre alt. Und das Mädchen, das lebte noch. Der Vater nicht, aber das einzige Mädchen. Ta dziewczyna odesłali razem z tymi ludzie, co byli, nie żyli, to krematorium tam. Das Mädchen wurde zusammen mit den Gestorbenen ins Krematorium geschickt. Ja, in dem, dort war Unterschaffier. Tam było Unterschaffier, Moll. Chef krematorium. On te dziewczyna porwał na 2 kawałki. Dort im Krematorium war ein Chef des Krematoriums, Unterschaffier Moll. Hat das Mädchen entzwei gerissen. Waren Sie da dabei? Czy pan widział? Nie. Tylko mnie powiedzieli, bo myśmy byli razem kontakt z tymi Sonderkommando. Nein, man hat mir erzählt, wir standen in Verbindung mit dem Sonderkommando dort.
Nun, mit Ausnahme dieser arbeitsfähigen Transporte aus anderen Lagern gab es da einen gewissen Prozentsatz der Leute, die ausgewählt wurden, um ins Lager zu kommen. Oprócz tych transportów, które składały się z osób zdolnych do pracy, którzy przychodzili, to jaki był mniej więcej procent tych ludzi, których odbierano do obozu? W średnim. Wszystkie, jak byli zdrowe, oni byli zdrowe, to nikogo nie poszedł do gazu. Raz był jeden zdarzenie, było... Jaki procent? Nic, wszystko poszło do pracy. Alle, die gesund waren, die wurden alle ausgesondert und gingen zur Arbeit. Raz przyszedł transport, może 70 ludzi z małego miasta w Niemczech. Oni pracowali, oni byli zdrowi. Oni czekali może 24 godzin, wszystko podesłali, wszystko zdrowe ludzie odesłali do krematorium. Ja nie wiem, co się dało. Einmal ein Transport, das waren 70 Personen aus einem kleinen Ort in Deutschland. Sie haben 24 Stunden gewartet und dann gingen sie auch alle ins Krematorium. Ich weiß nicht, warum das geschehen ist. Jeszcze powiem tu. Miesiąc 1944, to i było 17 maja, przyszedł z Francji transport tylko dzieci. 4 lata, 5 lata, 6 lat, to 9 lat, 10 lat, anfamierki razem odesłali. Wszystko razem, zdrowe dzieci odesłali do krematorium, rozpali wszystkie ludzie, wszystko dzieci. Eines Tages, es war 17. Mai 1944, kam ein Transport aus Frankreich. Dieser Transport bestand aus laufend Kindern, nur Kinder, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Jahre alt. Alle diese Kinder kamen ins Krematorium. Avec des infirmières. Co znaczy? Te kobiety, co prowadzili te dzieci, te służące, oni też były wypalone. Sogar die Frauen, die sie betreuten, so Kindermädchen, die gingen auch mit und wurden vergast. Ist es richtig, dass die Anzahl der Antransportierten, die ins Lager kamen, zurückging, als die Ungarntransporte kamen? Also ich meine, wie die Ungarntransporte kamen, sind weniger ins Lager gekommen und mehr in die Krematorien. Czy to prawdą jest, proszę pana, że wtedy, kiedy transporty przychodziły z Węgier, że wtedy mniejsza ilość szła do obozu, a większa ilość do krematorium? Jak z Węgier przyszły transporty, to w Francji więcej poszło do, jak to powiedzieć, do gazu. To nie ma miejsca, było na tyle ludzi tam. Kto miał ręki, nogi, jakby nikt by nie był, to zabił tych ludzi. Dzieci. Raz przyszedł transport. Niech pan, chwileczkę. Also, als die Transporte aus Ungarn kamen, da waren mehr ins Krematorium geschickt. Da wurden mehr ins Krematorium geschickt. Sie hatten ja keinen Platz für die Menschen gehabt. Egal, ob das mit einem Arm, mit einem Fuß, alles ging ins Krematorium. Wissen Sie, ob von dem Lager jeweils angefordert wurde, die Anzahl von Menschen, die nicht vergast werden sollten, sondern die ins Lager kommen sollten? Czy panu jest świadomym, że z obozu była wymieniona zawsze liczba tych ludzi, którzy mieli iść do obozu, a nie do krematorium? Tam to nikt nie mógł być mądry, co się tam dzieje. Niemand konnte da raus klug werden, was damals geschah. Proszę pani, niech pani powie to. Raz przyszedł transport Słowaki. Przyszedł transport. Wszystko było przeszło 90% do krematorium, 10% wyszła jedna kobieta młoda, żonata, dziecko miała 5 lat. Doktor Mengele dał rozkaz, ta kobieta z dzieci, żeby poszła do bloku 10 z tego dziecko. Poszła, ona wyszła z bloku, ona jeszcze dzisiaj, dzisiejszego czas, ona żyje z tego dziecka. Panie I rozumiem? To dziecko żyje. Dziecko też.
Do bloku, którego dziesiątego? Dziesiątego bloku. Also eines Tages kam ein Transport aus der Slowakei. 90% ging ins Krematorium und 10% ging ins Lager. Und da hat Dr. Mengele aus diesem Transport so eine Frau rausgesucht. Sie hat ein kleines Kind gehabt, vielleicht 5 Jahre alt, und hat gesagt, sie soll auf den Block 10 mit dem Kind gehen. Sie lebt bis zum heutigen Tage und das Kind auch. Ja. Nun sagen Sie bitte, kennen Sie gar keinen von den SS-Leuten mehr, die dort auf der Rampe tätig waren? Proszę pana, czy pan nikogo nie zna więcej z tych ludzi SS-manów, którzy tam mieli służbę na rampie? Proszę pani, na rampę jak przyszedł transport, to przyszli 10 do 15 ludzi SS-mani, jak przyszli jak na zabawę, wesoło. I list, jak to wesoło, pijani przyszli. Jak rozmaicie, ja znam wszystkich, co to przyszli. Wissen Sie, wenn so ein Transport ankam, da kamen so 10, 15 SS-Männer wie zu einem Spaß, wie zu einem Ball, so lustig und betrunken. Und da konnte man sie alle nicht kennen. Ja. Kannten Sie den Angeklagten Barecki dort? Jawohl. Wieso kannten Sie den Angeklagten? Ich kenne in meinem Haus, so geht es verbacken. Und mówię, ja jego znam, jak moje serce, ja jego znam. Ich kenne ihn so gut wie mein eigenes Herz, weil ich ihn jeden Tag gesehen hatte. Und wieso haben Sie ihn jeden Tag gesehen? Was hat er dort getan? Gdzie jego nie posłali, to on przyleciał jak tiger. Überall, wo man ihn hingeschickt hat, da ist er immer angelaufen gekommen, wie ein Tiger. Ja. Und wieso kannten Sie ihn persönlich und wieso kannten Sie auch seinen Namen? Niech pan słucha, skąd pan zna jego nazwisko? Cały lager w Oświęcimiu było, najgorsze ludzie było 10, co było jak te tygry, oni byli, jak to powiedzieć, masę, jak to powiedzieć, oni lubili zabić ludzi na swoje ręki, żeby nie żyć. Tak oni lubili. Im ganzen Lager, da gab es 10 Personen, die richtig darauf erpicht waren, selbst mit eigenen Händen zu morden. Ja. Und wieso kennen Sie nun den Angeklagten Barecki so genau? Skąd pan tak dokładnie zna oskarżonego Bareckiego? Ja tam byłem w lagerze. Z kim ja rozmawiałem, jak on przyszedł, on jeden drugiego powiedział, tu idzie Barecki, idzie. On do rampy przyszedł 2 razy, 3 razy, 4 razy. Nieraz nie przyszedł transporty na rampy. Nie ma nikogo, on też przyszedł na rampy. Also im Lager, ich war im Lager, da hörte man im Lager immer wieder, da geht der Barecki, Vorsicht, geht Barecki. Auch er kam auf die Rampe 2-mal, 3-mal, 4-mal. Auch wenn keine Transporte angekommen sind, dann kam er trotzdem auf die Rampe. Sagen Sie, was hatte er denn für eine Funktion, dieser Angeklagte Barecki? So, und miał za funkcję, oskarżony Barecki. Jak to powiedzieć, on był Blockführer. Er war, wie soll ich das ausdrücken, Blockführer. War er Blockführer in dem Lagerabschnitt, wo Sie untergebracht waren? John był na tym odcinku obozu, gdzie pan się mieścił? Tak. Ja. Und in welchem Lagerabschnitt waren Sie untergebracht? Na którym odcinku? Niech pan mówi po polsku. Jak to powiedzieć? Das war Abschnitt D. Na przeciwko cygańskie lager. No. Gegenüber dem Zigeunerlager. Gegenüber dem Zigeunerlager. Nun, haben Sie den Angeklagten Barecki auch auf der Rampe gesehen? Czy pan widział? Niech pan słucha z początku. Dobrze, ja widziałem jego parę razy w dziennie. Jak nie miał czasu na rampę, to on poszedł do bloku, on poszedł do kobiety, on poszedł zjeżdżać, on poszedł szukać, nie wiem, co tam szukał. Also ich habe ihn gesehen, einige Male, immer wieder gesehen auf der Rampe. Wenn er nichts zu tun hatte auf der Rampe, da ging er auf einen Block oder zu einer Frau oder ich weiß nicht wohin. Ich habe ihn gesehen immer. Ja, go widziałem. Nawet jak było Lager, jak to powiedział. Same kobiety z Węgierów. Ich habe ihn sogar im Lager gesehen, wo nur Frauen waren aus Ungarn. Ja. Nun, wie ist er denn auf die Rampe gekommen? Ist er da mit dem Fahrrad gekommen oder zu Fuß? Komm, und Tiger.
Niech pan słucha pytaniem. Jak on przychodził, przyjeżdżał na rampy? Rowerem czy czymś, czy na piechotę? Nie, piechotę widział. Er ging zu Fuß, wie ich gesehen habe. Hatte er auch, wie ein Tiger. Hatte er auch irgendwas in der Hand? Czy on miał coś w ręku? Zawsze, kija. Ja, immer hat er einen Stock. Einen Stock hatte er in der Hand. Niech pan mówi. Hat er Ihnen auch etwas zu sagen gehabt bezüglich des Entleerens der Waggons? Czy on też miał panu, wydawał panu rozkaz na temat wyrzucania ludzi z wagonów? Tak. On panu wy... Ja. Ja. Und hatte er ein Interesse daran, dass die Arbeiten beschleunigt wurden, dass die Leute beschleunigt aus den Waggons herausgetrieben wurden? Czy on był zainteresowany w tym, żeby ludzie jak najprędzej wychodzili z wagonu? Tak, on krzyczał do kapu, do ludzi, żeby wszystko to wygenali to. Ja, ja, er hat immer gerufen, auf den Kapo hatte geschrien und auf die anderen, die die Menschen aus den Waggons trieben. Bo zaraz przychodzi drugi pociąg. W tamtym czasu, avril, jusqu'à moi, jusqu'à... Niech pan mówi po polsku. Avril, to przyszli codziennie 7-8 transportu. Ja, weil doch ein anderer Transport wieder kommen sollte. Und zu dieser Zeit, im April, da waren Unmengen von Transporten, die kamen immer wieder. War er besonders aktiv bei seiner Tätigkeit? Czy on był szczególnie czynny w swojej działalności? On dwa razy był czynny. On od swojej ręki był czynny. Ja go nie boję powiedzieć, że on był czynny, on sobie sam zrobił czynny. Ja nie wiem, jaki to ludzie. Er war zweimal aktiv. Er war ja so aktiv, wie ich das überhaupt nicht beschreiben kann. Er hat sich die Aktivität selbst beschaffen. Können Sie sich noch an einen besonderen Fall erinnern, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist bei der Entladung dieser Waggons? Czy może pan sobie jakiś specjalny wypadek przypomnieć przy wyrzucaniu ludzi z wagonów, który specjalnie utkwił panu w pamięci? Jak ja raz musiałem wyrzucić ludzi, co byli chore. Oni przyszli z szpitalu. Das war einmal, als ich die kranken Menschen aus den Waggons treiben musste. Die kamen aus dem Krankenhaus. Ja, się pytam, czy ja mogę podać, co ja tam nie podałem, co tego oszwożył Richter. Ja się pominam, jakie rzeczy. Ja nie wiem, czy ja mogę teraz powiedzieć, oni mnie będą powiedzieć, kazać, to ja powiem, co raz się stało. Ich habe das nicht vorher berichtet. Wenn Sie aber mir den Auftrag geben, dann werde ich berichten. Bitte schön. Niech pan opowie. Jak ja raz przyszłem na rampę. Eines Tages kam ich auf die Rampe. Ja. Było pociąg, może 3000 ludzie. Es kam ein Zug an, ungefähr 3000 Personen. Ja zawsze byłem ostatni na pociągu. Raz mnie Barecki widział, ja się tak kręcę. Ich war immer der Letzte am Zug und Barecki hat mich einmal bemerkt, wie er ging da hin und her. Ja. Sag to zu mir, du machst oft dem letzten drei on mir powiedział, na 10-20 Minut rosłysz te wagony i widzisz te ludzie. Tak, er hat zu mir gesagt, du hast 10 bis 20 Minuten Zeit. Du musst die Waggons öffnen und die Menschen raustreiben. Ja przyszedłem do tego wagonu, to cały wagon był chore ludzie w szpitalu. Wie ich an den Waggon näher trat, da sah ich, da waren laute Kranke, die kamen aus dem Krankenhaus. Auf dem Waggon war ein Frau, była kobieta, leżała w tym wagonie też. Ona krzyczała. In diesem Waggon befand sich auch eine Frau, die laut schrie. Die Frau war, ta kobieta była w ciąży. To dziecko było nie jeszcze, jak to powiedzieć, nie całe wyszła z niej. Ach, ona rodziła. Urodziła dziecko. Die Frau war schwanger und war gerade, das Kind war schon zur Hälfte aus ihr herausgekommen. Ja weszłem tego wagonu
Ja, te, dziecko wyszło, wyjąłem z tej kobiety. Ich ging in den Waggon und ich zog das Kind aus der Frau heraus. Und die Frau, das Kind, das dziecko ja wygnąłem galganem trochę. Ich habe das Kind in so Kleidungsstücke eingewickelt. Ja, oder położyłem na ziemię i to dziecko na ziemię. Und ich legte das Kind auf den Boden. Ja, potem ta matka wziąłem na rękę, wziąłem też na ziemię. Ich legte die Frau auch auf den Boden. Ja, potem ta matka wzięła to dziecko na rękę, ja dałem, to ona posiedziała tam koło tego paczki, co było tego paczki, tego jedzenia, drugiego wagonu. Ona szedła w tego. Ich habe ein Paket mit Lebensmitteln aus anderem Waggon gebracht und sie nahm das Kind in den Arm und setzte sich auf das Paket. Barecki widział to. Barecki hat das gesehen. On do mnie przyszedł z kijem. Er kam auf mich zu mit einem Stock. Dlaczego ja nie widzę, dlaczego ja się bawię z tego gnojem to? Jak to powiedzieć? Nie wiem, jak to powiedzieć po Dobrze. Niemiecku. Warum spiele ich ja hier mit dem Dreck? On mnie nabił i tego kobieta nabił i dziecko kopił. Ona spuściła to dziecko, on kopił z nogą. Er schlug mich und die Frau, das Kind, er hat, upadło na ziemię das dziecko. Kind fiel auf den Boden und er trat na nogę. On z nogą to wykopił, może 20... 15 metrów to daleko dziecko skakało. Und er trat nach dem Kind so, dass das Kind vielleicht 15, 20 Meter fortgeschoben wurde. Może koma futbol, nie wiem, jak to vielleicht war das wie ein Fußballspiel. Ja byłem tam 3 lata, ja jeszcze mam jeszcze powiedzieć, tylko ja się nerwuję. Ich könnte noch länger sprechen, aber ich kann nicht, ich bin zu aufgeregt, wenn ich dran denke. Wenn das Kind, jak to dziecko poszło 10 do 20 metrów od jednej linii do drugiej, to on mnie powiedział, przyniesz tego gnoju tutaj, tego szajsę, przyniesz. Ja przyniosłem, dziecko było umarłe. I ja przyszedłem do tego kobietki, potem ja wyczułem te wszystkie chory, to ta matka też była już umarła. Nachdem er das Kind so hin und her, so 15, 20 Meter mit dem Fuß immer wieder schob, da hat er zu mir gesagt, bring mir die Scheiße hierher. Und als ich das Kind gebracht habe, war es bereits tot. Nachdem ich die anderen ausgeladen habe aus dem Waggon, sah ich nach der Frau, die war auch tot. Herr Zeuge, Sie haben diesen Vorfall bei Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter etwas anders geschildert. Heute sagen Sie, die Frau wäre mitten in der Geburt gewesen. Wie Sie dazugekommen seien? Pan w swoim zeznaniu przed sędzią śledczym inaczej troszkę zeznał. Teraz pan powiada, że ta kobieta rodziła, jak pan... Ja, ona była w ciąży, a nie w ciąży, ale było połowę. Ja, sie war mitten drin. Sie haben bei dem Untersuchungsrichter gesagt, Vorhalt aus 13.435... Bei einer Transportankunft befand sich unter den Ankömmlingen eine Frau, die auf der Fahrt nach Auschwitz ein Kind bekommen hatte. Das Kind war erst wenige Stunden alt. W swoim zeznaniu, sędzia robi panu właśnie zastrzeżenie, pan powiedział, że w jednym z transportów znajdowała się kobieta, która w drodze urodziła. Dziecko żyło już kilka godzin. Vielleicht hat man mich wenig verstanden. Jetzt, wo ich ja Polnisch reden kann, dann ist es leichter, besser. Sie bleiben also dabei, dass die Geburt gerade im Gange war, wie der Waggon von Ihnen aufgemacht worden ist. Więc pan pozostaje przy tym, że kobieta była w trakcie rodzenia, kiedy tak. Transport nadszedł. Ona dziecko już miało połowę. Ja. Ja, ich bleibe dabei, das Kind war zur Hälfte aus ihr raus.
Und was ist denn mit der Frau geschehen, wie sie gestorben war? Co się stało z tą kobietą, kiedy ona zmarła? Jak on ją z tym kijami, on ją bił. I ona widziała, co on zrobił z tego dziecko. Za pół godziny później, ono, nie wiem, parę minut, jak tam poszłem, by zobaczyć te ludzie, te chory, tego wagonu było. 100 ludzie. Ja przyszłem po co, to już była chory. Już była umarła. Ja, die Frau wurde von ihm mit dem Stock geschlagen und nachdem sie gesehen hat, was mit dem Kind geschehen ist und wie ich dann später zu ihr kam, nachdem ich die alle Leute, das waren vielleicht 100 Personen, nachdem ich sie alle ausgeladen habe, wie ich zu ihr dann kam, da lebte sie nicht mehr. Und was geschah mit dem leblosen Leichnam? Solches z tym trupem stało, z trupem tej kobiety. Potem, jak wszystkie byli chore, umarle, to oni przysłali dwa kamiony duże i wszystko zrzucili tego kamiony, jej dziecko, wszystko odesłali do krematorium. Als da unter den Kranken auch andere gestorben sind, da kamen zwei Lastwagen und sie und das Kind, vielleicht zwei, vielleicht drei Lastwagen und sie und das Kind und auch andere Leichen wurden darauf geladen. Herr Zeuge, dieser Vorfall ist ganz besonders traurig. Können Sie das, was Sie uns heute geschildert haben, mit gutem Gewissen beschwören? Proszę świadka, to co pan teraz nam zeznał, jest bardzo przykrą, bardzo tragiczną historią. Czy pan z czystym sumieniem może złożyć przysięgę na to, że to było tak, jak pan dzisiaj powiedział? To ja wszystkim z mojego serca przysięgam. To jest 10%, ja mówię, jeszcze było 100% więcej. Ich sage Ihnen, ich kann aus reinem Herzen darauf schwören, dass es so war, dass es 100% mehr war als das, was ich erzählt habe. Proszę Pani, ja mówię co jeszcze. Ja nie wiem, co ja mówię, a ja wiem, co ja mówię. Raz przyszedł transport. Chwileczkę. Wissen Sie, ich weiß ja genau, was ich spreche. Noch einen anderen Fall. Ja nie jestem lobuzem, ja nie życzę nikogo. Może on chory, jak on się upije, ja nie wiem. I to jest chory ludzie, co oni tak zrobili. Ja nie wiem, jaki sposób, dlaczego tego oni zrobili. Ich bin ja kein schlechter Mensch und ich wünsche ihm auch nichts. Vielleicht, wenn betrunken war, da war krank. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie krank, als sie dieses mit den Menschen taten. Welch einen weiteren Fall will uns der Zeuge schildern? Jaki pan jeszcze wypadek chce nam opisać? Proszę bardzo. Raz był transport. Theresienstadt. Theresienstadt, to było Czechosłowakaj. Przyszedł może 15 tysięcy ludzi. Eines Tages kam ein Transport aus Theresienstadt, aus der Czechosłowakaj. Das war etwa 15.000 Personen. Frau, dzieci, matki. Kinder, Mütter. Wszystko, to było koty, psa, wszystko poszli do lagru. Und die alle, Hunde, Katzen, alle kamen ins Lager. Wir Juden haben gedacht, wir Żydki myślali, teraz już jest nasz raj, teraz już nie będą gazować, nie będą spalić. My widzimy, jak tutaj żyją ludzie, dzieci, Żydki, z mężami, psi, wszystko żyją, to my myśleli, to już nie będą palić. Wir Juden, wir haben danach gedacht, ja, es wird jetzt schön, wir werden jetzt leben, es wird nicht mehr vergast, wenn so ein Transport Frauen, Kinder und Hunde, und wenn das alles lebt, dann wird man uns auch am Leben lassen. Die waren vielleicht 6 Monate lang im Lager. In diesem Lager hier. Oni byli 6 miesięcy, dzieci, żony, wszystko. Dzieci dali inne jedzenie, zdaje się, lepsze jedzenie. Die waren 6 Monate lang dort, Kinder, Frauen. Die Kinder haben sogar besseres Essen bekommen, glaube ich. Gesehen, obok nie. Ja nie widziałem, tylko ja myślę, ja też słyszałem coś. Ich habe das nicht gesehen, aber ich glaube so, ich habe so gehört. Rano ja idę do, nasza komanda poszła do roboty, rano idziemy do roboty.
8 rano o pół do 8, my widziałem cały lager pusty, tylko te koty i psy żyją. Wszystko poszło do gazu. Eines Tages gingen wir zur Arbeit, unser Kommando so um 7:30, und da haben wir plötzlich gesehen, das Lager ist leer. Nur die Katzen und die Hunde, die blieben am Leben. Alle gingen in die Gaskammer. Ins Krematorium. Potem były cygani, ludzie, dzieci, męży, wszystko. Dzieci, synu było na froncie, jak to było, na froncie niemiecki. Myśmy byli naprzeciwko, ja słyszałem krzyki w nocy. Und dasselbe war mit dem Zigeunerlager. Das waren auch Menschen, Frauen, solche, deren Kinder an der Front standen. Myśmy patrzeli się, co się tam dzieje, to jeden mówi do drugiego, zobacz tam, co się tam dzieje. Parecki jest tam na cygańskie lagrze, to już nowo jest. Wszystkie Cygany poszli do gazy. Wir waren doch gegenüber vom Zigeunerlager und da hieß es, guck, was dort alles geschieht, der Barecki ist ja dort. Alle gingen ins Gas. Cygani krzyczeli, my nie jesteśmy Żydzi, co chcecie od nas? Nasze dzieci jest na front i wy jedziecie nas zapalić. Wszystko nie pomogło. Die Zigeuner haben geschrien, was macht ihr mit uns? Wir sind keine Juden, unsere Kinder sind an der Front. Und warum wollt ihr uns vergasen? Aber es half nicht, die gingen all in die Gaskammer. Wann war das? Am Tag? War das morgens, mittags oder in der Nacht? Das war am Abend. Alles geschah am Abend. Konnten Sie das sehen? War es hell erleuchtet oder wieso sahen Sie es? Nasze druty były 2 cm od cygańskiej lagi. 2 cm? Tak. Jeden centymetr. Aha. Sehen Sie, unser Drahtzaun, das war ja nur 1 cm von dem Zigeunerlager entfernt. Ja, nun, wenn es dunkel gewesen wäre, hätte er ja trotzdem nicht sehen können. Ale kiedy ciemno, jeśli by było ciemno, to pan mimo to by nie mógł widzieć. Oni lecieli, jak te tygry, z lampkami tego, jak to się powiedzieć, ma te lampki, co się świecą. Die liefen überall her wie Tiger mit den Taschenlampen. War das Lager selbst auch erleuchtet? Nein. Haben Sie gesehen, wer dort herumlief mit Taschenlampen? Widział pan, kto tam z latarkami? Ludzie, co nas a pan? Die Menschen haben gesehen. Und ich habe gesagt, und Sie? Sagte ich auch. Ja. Und haben Sie auch besondere SS-Leute gesehen, die Ihnen noch im Gedächtnis sind? Czy pan specjalnie widział takich SS-manów, którzy by panu zostali w pamięci? Myśmy nie mogli, jak to powiedzieć, aktualnie powiedzieć, widzieliśmy twarzy, tylko ludzie krzyczeli, ja wiem, co tam się znajduje. Nein, ich kann nicht sagen, dass wir das, die Gesichter einzeln sehen konnten, aber die Leute haben die Namen geschrien. Wer ja. Und welche Namen haben sie geschrien? Jakina Zwiskabuk. Barecki, riefen alle. Ja. Haben Sie auch gesehen, dass, oder gehört, dass da geschossen wurde? Czy pan widział, czy pan słyszał, że tam strzelanina była też? Nie, było strzelanina. Nein, es gab keine Signale, tam wszystkie tam nie było, daleko tam te gazownie. Das war ja nicht weit, weit bis zu Gaskammer. Weit vielleicht 100 Meter. Vielleicht 100 Meter. Ja. Nun, haben Sie auch gesehen, dass an Ort und Stelle Menschen, eventuell Kinder, getötet worden sind? Czy pan widział, że może tam na miejscu był ktoś zabity, dzieci? Nie widział. Nein, habe ich nicht gesehen. Tylko na drugi dzień rano nie było. Nikogo. Aber am nächsten Tag, da gab es niemanden mehr. Doch. Haben Sie selbst einmal von Barecki Schläge bekommen? Czy pan kiedyś sam, kiedykolwiek był pobity przez Bareckiego? Tak. Ja. Diese Tatsache darf Sie natürlich nicht verleiten, heute gegen diesen Angeklagten etwas auszusagen, was nicht unbedingt wahr ist. Ale ten wypadek, że pan przez niego został pobity, nie powinien pana nakłaniać do tego, że pan specjalnie będzie mówił coś o nim, co nie jest prawdą.
Nein, Gott soll mich strafen, wenn das nicht wahr ist. Kannten Sie auch den Angeklagten Kaduk? Czy pan znał oskarżonego Kaduka? Ja znam Kaduk. Ja ich kenne Kaduk. Raport hier in Auschwitz. Niech pan mówi po polsku. Jak to powiedzieć, ja już... Ja pamiętam te funkcje. Ich habe die Funktion jetzt vergessen. Ja, die Funktion schon 22 Jahre. Leider, pardon. Bo, Kaduk war Raportführer. Kaduk war Raportführer, in Deutsch gesagt. Ja. Woher kannten Sie den Kaduk? Skąd pan zna Kaduka? Ja. Von Auschwitz aus. Ja, und bei welcher Gelegenheit haben Sie ihn kennengelernt? W jakiej okoliczności pan poznał Kaduka? Rano, jak wyszli na apel, wyszli z komando. Jak muzyka grała, on był, zawsze stał przy Blockführerstube, jak to powiedzieć. Dobrze. Morgens, jedes Mal, wenn die Orchester gespielt hat und die Kommandos austraten, er stand immer an der Blockführerstube. Arbeitseinsatzführer war auch dabei. Wie heißt aha, das? Und mit noch einem Arbeitseinsatzführer. Haben Sie Kaduk auch mal auf der Rampe gesehen? Czy pan Kaduka widział na rampie, kiedykolwiek? Może przyszedł raz, dwa razy. Vielleicht ist er ein- oder zweimal dahin gekommen. Było 10 ludzi, co myśmy się bali. 10 ludzi. Es gab aber 10 Personen, vor denen wir Angst hatten. Ja. Ich kann ausrechnen. Ja, mogę, ja mogę powiedzieć, które te 10 ludzie byli. Ich kann diese 10 Personen nennen. Ja, welche Person war es denn? Jakie osoby to były? Niech pan mówi Boga, von der politischen Abteilung. Boga von der politischen Abteilung. Zweiter war, wie heißt er, der Schillinger. Schillinger. Der dritte war, wie heißt er da, Bareskele. Barecki. Der vierte war Moll. Barecki, Moll. Palisch. Palisch. Und Schulz, einer von Auschwitz. Schulz. Schulz. Ich weiß nicht, wie er ist jetzt. Schulz war und war Blockführer auch. Das war auch Blockführer. Blockführer, ja. Nachher war einer noch, wie heißt er? Der, Popolsku. Popolsku, ja, mówię tego, jak on się był, ja. Moll. Moll, dalej. Dalej tam, Schwarzhuber, ja, Schwarzhuber. Lagerführer. Lagerführer, Schwarzhuber. Kommande, Lagerkommandant war der, wie heißt er das? Kramer. Kramer. Noch waren da Leute, wie weiß die Namen, denke, weil wenn ich ja morgen so, wie ich stark, alle Jakob ist ja nicht dabei, wenn ich sie gesehen hätte, ich kann sie sehen, aber wie sie jetzt heißen, ja, kann ich nicht mehr weiter. Haben Sie dort gesehen, was Kaduk auf der Rampe tat? Czy pan widział, co Kaduk robił na rampie? On nie przyszedł, on był, tam był Lager. W 20. roku był Lagerführer Hauptmeier in Auschwitz. Daher war Schwarz, Lagerkommandant, Lagerführer Schwarz. Hoffmeier, Schwarz, er nennt immer noch die Namen. Ja, das mal was ich gesprochen da. Hoffmeier oder Aumeier? Aumeier, wie heißt er da? Aumeier. 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 Ja. Aber darf ich bitte die Frage nochmal wiederholen? Ja. Was hat Kaduk auf der Rampe getan? Co robił Kaduk na rampie? On zrobił, jak wszyscy SS-mani przyszli. Er hat dasselbe getan wie die anderen SS-Männer. Haben mich gesehen, totschlagen, keinem ich. Nicht pan mówi po polsku? Ja, jego nie widziałem. Ja byłem Birkenau, on był w Oświęcimiem. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war in Birkenau und er war in Auschwitz. Ja. Haben Sie einmal gesehen, dass er auf einen Häftling eingeschlagen hat? Czy pan widział, żeby on kiedyś słyszałem, bił? On raz Häftling, on wsadził nogę na gardło i go uduszył. Ich habe gehört, dass er eines Tages Fuß auf einen Häftling gestellt hat und ihn auf diese Weise erwürgt hat. Das haben Sie nur gehört? Ja. To pan słyszał tylko. Aber
Niech pan mówi po polsku. Selekcję, co ja widziałem, oni zrobili. Selekcję, oni zbierali ludzie. Ich habe gesehen, dass sie die Selektionen durchgeführt Wo? Haben. In Auschwitz machen sie einmal eine Selekcję. Niech pan mówi oni po... zrobili raz Selekcję. Po robocie. Sie haben einmal nach der Arbeit eine Selektion gemacht in Auschwitz. Oni zebrali 500 oder 600 ludzie z roboty. Sie haben 500 bis 600 Personen von der Arbeit gesammelt. Oni kazali spodnie podnosić. Kto miał, jak to powiedzieć, spuchnięte nogi. Sie haben Befehl gegeben, die Hose hochzukrempeln. Und alle die Personen, deren Füße geschwollen waren, tak. So, tak. Dalej. I zebrali, kto miał tam na kierp, jak to, tu mieli co, kroski albo co, zebrali 60 ludzi, odesłali... 60. No, 600. 600 ludzi. I odesłali do, jak to powiedzieć, Birkenhof i zagazowali. Also sie haben solche Personen, die geschwollene Beine hatten oder wenn sie irgendwie ein, so unreine Haut hatten, solche Personen haben sie dann rausgesucht, 600 und alle nach Birkenhof geschickt und dort vergast. Birkenhof oder Birkenau? Czy to Birkenhof się nazywa, czy Birkenau? Birkenau. Ach, Birkenau. Sie sagen, Sie haben... Wer war denn dabei bei pan den mówi Sie? Oni, więc kto pan ma na myśli, jak pan mówi oni zrobili selekcję? Kto oni? Arbeitseinsatz. Kadu. Arbeitseinsatz, Führer wahrscheinlich und Kadu. Kadu und noch die Leute dabei waren. Die Menschen dabei. Doktor war dort dabei. Also, Doktor Zellbuch. Dr. Zellbuch. Und die anderen Menschen, ein Arzt war auch dabei. Ich habe an den Zeugen keine Fragen mehr zu richten. Noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob das in der Anklageschrift bewusst gemacht worden ist. Wissen Sie etwas davon, dass Kaduk einen besonderen Schlag gehabt hat? Barecki wollte ich sagen. Barecki einen besonderen Schlag gehabt hat, mit dem er die Leute geschlagen hat. Czy panu jest wiadomo coś o tym, że Barecki miał specjalny sposób uderzenia, którym on zabija ludzi? Tak. Ja. Ja raz widziałem. Nie było transportu. Ich habe eines Tages gesehen, es gab keinen Transport. Ich sehe auf der Rampe Niech gekommen. Mówi, und schießt eine Rampe. Er ist auf die Rampe gekommen. Und und tak ubił tak jednego Häftlinga. Słyszałem. I tego też widziałem, jakiego on bił. Ich habe gehört und ich habe gesehen, wie er einen Häftling geschlagen hat. To było rampe. To było na rampe naprzeciwko. Jedne strony Birkenhof, drugie strony było D-Lago. Das war auf der Rampe. Auf einer Seite war Birkenau, auf der anderen D-Lager. Eine Seite war Frontlager, FLL. Pan mówi po... Jedne strony było... Kobiety, tu było miejskie, na rampę auf der einen Seite waren Frauen und auf der anderen Männer. Und dort auf der Rampe war das, zwischen den beiden Lagern. Ja, und da haben Sie gesehen, dass er einen Häftling geschlagen hat. Więc pan widział, jak uderzył, i co? Tak, ja widziałem, może 50 metrów. Ja byłem w lagerze, jak to, gdzie lager? Ja byłem... Ich war im Lager, in diesem D-Lager, und ich habe auf die Entfernung von etwa 50 Meter gesehen. Und die Leute haben mir auch gezeigt, das gezeigt. Ja, und was geschah denn auf diesen Schlag hin? I co się stało potem, jak on uderzył tego człowieka? Nie uderzył, bił go, on kijem go bił. Er hat ihn mit dem Stock geschlagen. Mit dem Stock geschlagen.
Haben Sie auch mal gesehen, dass er mit der Hand einen Häftling geschlagen hat? Czy pan widział kiedykolwiek, że on ręką bił? Z ręki to już było dobrze, to jak bił, to ręki to nic nie, to nic strasznie. Es war gut, wenn er mit der Hand geschlagen hat, das war ja nicht so schrecklich. So. Da hätte ich keine Frage mehr. Herr Staatsanwalt. Ich habe nur eine Frage. Sie sind bei dem Untersuchungsrichter einmal Paretzky gegenübergestellt worden. Haben Sie ihn damals wiedererkannt? War das der Mann, den Sie aus dem Lager her in Erinnerung hatten? Proszę pana, przed sędzią śledczym pan był postawiony Bareckiemu. Oczna stawka była zrobiona. Pan go wtedy poznał? Czy to był ten człowiek, którego pan sobie przypomina z obozu? Tak. On mnie jeszcze zapytał mnie, jaki ja rangiem miał. On mnie, Barecki nie powiedział, nie pytał, jakie rangi ja miałem. Pan, on mnie pytał. Hat mich noch gefragt, was ich für ein Dienstgrad hätte. Jaki ja Abschnitt ja byłem. I, und auf welchen Abschnitt ich gewesen bin. Haben auch nicht gerindert, aber gesagt, niech pan mówi. A, ja powiedziałem go, panie Barecki, ja jeszcze powiedziałem, ja byłem w lagrze męski i naprzeciwko było cygańskie lager. Ich habe ihm damals gesagt, Herr Barecki, ich war im Männerlager gegenüber dem Zigeunerlager. Mit dem Dienstgrad, das ist offenbar ein Missverständnis eben gewesen. War es nicht so, dass Sie gefragt worden sind, was Barecki für einen Dienstgrad hatte? Und hat sie damals gesagt, er sei wohl Rottenführer gewesen. Können Sie sich daran erinnern? Proszę pana, Barecki pana nie zapytał, jaki pan ma rangę, tylko zapytał się, jakim był pan zapytany, jaką on miał, tak. Jakim on był stopniu, tak. Barecki. Tak, ja i co pan wtedy powiedział? Ja, on mnie się pytał, jaki mam rangę. Ja, on pytał na siebie. Ach, on się pytał o siebie. I co pan powiedział? Ja, er hat gefragt, was ich, also was er. Ach so, was er, ja. Aber er hat gesagt, was ich. Was können Sie sich noch erinnern, ob er Rottenführer damals war? Czy pan może sobie przypomnieć, czy on był Rottenführerem? 1944 on był Rottenführer. Im Jahre 1944 war er Rottenführer. Ja nie widziałem tak, ja myślę, on to miał. Ich habe das nicht so genau gesehen. Ich denke, dass er diesen Dienstgrad hatte. Gut, danke schön. In welcher Sprache war die Vernehmung beim Untersuchungsrichter? W jakim języku pan był badany przed sędzią śledczym? Po niemiecku. In der deutschen Sprache. War da noch ein Dolmetscher dabei? Czy był tłumacz? Nikogo, ja mówiłem po malutku. Sędzia śledczy mnie kazał tłumaczyć po malutku. Mówić po malutku. Nein, es war kein Dolmetscher. Der Untersuchungsrichter hat mir gesagt, ich soll ganz langsam sprechen. Gut, danke schön. Diese Frage, Herr Zeuge, bleiben Sie dabei, wenn ich Sie noch mal befrage, dass damals die erste Vernehmung ohne Dolmetscher durchgeführt worden ist? War da nicht ein Anwalt dabei, der als Dolmetscher tätig geworden ist? Ein Anwalt? Herr Dr. Stölzen? Czy pan pozostaje przy tym, że podczas pana badania przed sędzią śledczym nie było tłumaczy, tam adwokata nie było żadnego, który pomagał? Proszę pani, kto mnie powiedział, czy ja chcę wziąć Dolmetscher? Ja powiedziałem, mnie lepiej powiedzieć samemu, dlatego ja mówię serce prawidłowości. Ja nie chcę. Der Untersuchungsrichter hat mich gefragt, ob ich einen Dolmetscher haben möchte. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte selbst sprechen, weil ich so aus dem Herzen heraus rede. Und da ist mir so leichter. War ein Dolmetscher anwesend? Czy był ktoś jakiś tłumacz przy tym? Nie, nikogo nie było. Nein, es war niemand. Gut, danke. Aus dem Protokoll geht auch nicht davor, ja, dass der Dolmetscher dabei war. Der Dolmetscher war anwesend. Dazu werden wir noch einen Beweisantrag stellen. Und warum ist er nicht tätig geworden? Und wer soll der Dolmetscher gewesen sein? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Der Angeklagte Barecki behauptet, dass Herr Dr. Stölzel als Dolmetscher fungiert hat. Er ist jedenfalls im Protokoll nicht vernommen. Ja, das ist vielleicht ein Irrtum, der möglicherweise sofort richtig gestellt werden kann. Herr Dr. Stölzel hat bei dem vorhergehenden Zeugen als Dolmetscher fungiert. Also der Zeuge hat uns gesagt, es wäre niemand anwesend gewesen. Herr Zeuge, wo haben Sie den Barecki erstmalig kennengelernt? War das, ist richtig, im D-Lager?
Gdzie pan po raz pierwszy poznał Bereckiego? Po raz pierwszy w D, na odcinku D? Ja, auf dem D-Abschnitt. Wie kommt es, dass Sie bei Ihrer Vernehmung auf Blatt, auf Seite 7, erst am Ende Ihrer Aussage plötzlich sagen, es fällt mir jetzt ein, dass der Angeschlossene Barecki im Lagerschnitt D in Birkenau als Blockführer tätig war? Ist Ihnen das erst im Verlauf Ihrer Vernehmung eingefallen? Dlaczegoż pan dopiero przy końcu swojego zeznania powiedział, że przypomina pan sobie, że Barecki był, kim, wer war Barecki, entschuldigung Sie? Im D-Lager. Że Barecki był w D-Lagerze. Czy panu to dopiero przyszło do głowy, pan sobie przypomniał w trakcie zeznania? Ja się przytrzymam teraz i pierw też, dlaczego Barecki, ja go na cały krok, ja tylko myślałem o niego, żeby on mnie nie spotkał. Ja poszłem do roboty, o zawsze go widziałem. Ich habe damals und auch heute genau dasselbe gesagt. Überall, wo ich hingegangen bin, habe ich nur gedacht, dass mich nicht sieht. Hat damals der Untersuchungsrichter bei Ihrer Vernehmung, nachdem diese beendet war, gefragt, ob Sie sonst noch irgendwas zu erklären hätten oder insbesondere, ob Sie noch weitere Straftaten des Angeklagten Barecki kennen? Czy proszę pana, sędzia śledczy zapytał pana po tym, już jak pan złożył zeznanie, czy pan sobie jeszcze coś przypomina i szczególnie, czy pan sobie przypomina coś o jakichś przestępstwach dokonanych przez oskarżonego Bareckiego? Proszę pani, mnie sędzia powiedział, on mnie jeszcze wizwa, będzie wołał, jak ja się przypomina co, czy ja będę wiedział co, czy świadką jeszcze mam co, to on mnie będzie wezwanie. Der Untersuchungsrichter hat mir gesagt, wird mich nochmal laden, wenn ich mich noch irgendetwas zu sagen hätte und noch eine Aussage machen möchte. Da wird mich nochmal sogar laden. Keine Antwort auf meine Frage. Ich möchte von dem Zeugen wissen, ob nach Beendigung der Aussage, so wie es an sich üblich ist, nach einer Vernehmung der Zeuge gefragt worden ist, ob außer dem Geschilderten noch weitere Angaben zu machen habe. Proszę pana, mnie to nie interesuje. Mnie chodzi tylko o to, że pan dokładnie odpowiedział na pytanie. Czy po skończeniu pana zeznania przed sędzią śledczym, sędzia śledczy, jak to zwykle jest, postawił panu pytanie, czy pan jeszcze ma coś do powiedzenia? To ja powiedziałam, nie pamięta jeszcze teraz. Nie pamięta. Jak mnie Barecki mnie pytał coś, to on się tak nerwował. Potem sędzia go... Chwileczkę, proszę. Przepraszam pani. Sędzia śledcza jego pytał, dlaczego on czapki nosił na rampę. On powiedział, on nie był na rampę. Sędzia śledcza pokazuje... Ich weiß es nicht, der Barecki war so aufgeregt bei dem Untersuchungsrichter. Der Untersuchungsrichter hat ihn gefragt, warum ohne, był w czapce. Czapki, tak. Warum mit der Mütze auf der Rampe war. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich möchte erst die meine eben gestellte Frage beantwortet wissen. Niech pan powie, czy sędzia śledczy, ich wiederhole Ihre Frage nochmal, Herr Rechtsanwalt, czy sędzia śledczy po pana zeznaniu tak. postawił panu pytanie, czy pan ma jeszcze coś do powiedzenia? Co ja powiedziałem, ja się zapominam się, co ja mu napiszę, o ja przyjadę, on mnie nie... Auf seine Frage hin habe ich gesagt, ich werde nachdenken, was ich noch zu sagen habe und das werde ich ihm schriftlich niederlegen oder kommen. Ist dem Zeugen dann dieser Vorgang, den er heute hier geschildert hat, nicht für sehr wichtig vorgekommen, nachdem er an für sich ja Vorgänge gegen den Angeklagten Barecki... Welchen meinen Sie bitte, den Vorgang? Mit dem Kind und mit der Frau. Das steht doch drin. Das steht doch... Ja, Moment. Aber nicht, dass er das Kind getötet hat. Das ist ja vollkommen neu. Ja. Noch, Herr... Ja, lesen Sie es mal bitte besser. Wo steht das? Setzen Sie eine Brille auf. Dann reicht's mal, Rechtsanwalt Gerhard... No. Ich muss Sie doch zur Ordnung rufen. Mir hier vorgeworfen wird, ich soll Protokolle besser lesen. Sie haben hier keine Ratschläge zu geben, wie der Herr Rechtsanwalt Ormond lesen kann. Das steht auf Seite 13.435, dritter Abschnitt. Wo steht da, dass der Angeklagte Barecki das Kind getötet hat? Würden Sie mal vorlesen, Herr Nebenkläger? Ja, bitte. Wünschen Sie, Herr Vorsitzender. Mit welcher Intensität Barecki vorangegangen ist, gibt sich aus folgendem Beispiel. Bei einer Transportankunft befand sich unter den Ankömmlingen eine Frau, die auf der Fahrt nach Auschwitz ein Kind bekommen hatte. Das Kind war erst wenige Stunden alt. Ich wollte der Frau bei dem Aussteigen aus dem Waggon behilflich sein.
Baretzky trat hinzu und hat mich mit Knüppelschlägen von der Frau weggetrieben. Mhm. Er sah, dass die Frau wenige Stunden vorher eine Geburt gehabt hatte. Mhm. Das störte ihn nicht. Die Frau blieb vor dem Wagen liegen und ist dann mit anderen Gebrechlichen auf einen Lastwagen geworfen worden. Können wir jetzt feststellen, Herr Nebenkläger, wer besser gelesen hat? Ja, ich glaube, dass das ziemlich deutlich heute hier berichtet hat. Herr Reichswald, Gerhard, ich möchte diese Art des Tones hier nicht haben. Sie können Fragen stellen an den Zeugen und Fragen stellen an den Angeklagten, aber diese Art der Privatunterhaltung, die möchte ich hier nicht haben. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Vorsitzender. Na dann, bitteschön. Also weiter. Der Herr Rechtsanwalt Gerhard hat den Zeugen gefragt, warum er bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter nicht ausgesagt habe, dass Baretzky dieses Kind auf der Rampe mit Fußtritten getötet habe. Stawia panu pytanie, adwokat. Dlaczego pan podczas swego zeznania przed sędzią śledczym nie opisał dokładnie, w jaki sposób kopnięciem Baretzky zabił dziecko na rampie? Dlaczego pan tego nie opisał? Proszę pani, jak ja widziałem, ten pan Baretzky krzyczał do tego, oszustwo Christo, powiedział, ja mówię po niemiecku, a ten gestelty, jego się pytali, kilka zapytań, to on krzyczał do tego, oszustwo Christo, pan jest jeszcze gorszy, jak politycy Abteilung Genosznic, halo. Ja, z kim ja mam do czynienia? To ja nie wiem, jak to mam tłumaczyć. Oni, bandyty, jeszcze mam tego wszystko, ja nie mówię 10%, ja mogę jeszcze tu siedzieć. Rok czasu, ja mogę powiedzieć, co się stało jeszcze z tymi ludźmi. Damals, als beim Untersuchungsrichter, da hat der Angeklagte Baretzky so geschrien, er hat ja den Untersuchungsrichter angeschrien, Sie sind ja schlimmer als die politische Abteilung, hat er damals geschrien. Und wo befinde ich mich denn jetzt? Soll ich mir dann alles mir noch von diesen Leuten erklären und wieso? Also ich spreche noch 10% davon nicht, was ich zu sagen habe. Ich könnte noch mal länger erzählen. Herr Zeuge, darf ich Ihnen vorhalten, dass diese Bekunde von Ihnen eben um dessen Willen von nicht richtig sein kann? Weil im Zeitpunkt, als Sie zu diesem Punkt vernommen worden sind, der Angeklagte Baretzky Ihnen noch gar nicht gegenübergestellt worden ist. Was sagen Sie darauf? Co pan teraz powie na to, że w tym czasie, kiedy pan opowiadał o tym dziecku, to jeszcze Baretzkiego nawet nie było w tym pokoju u sędziego śledczego. Baretzky nie był wtedy panu postawiony na oczny stawce. On był u mnie. Er war doch vor mir im Zimmer. Der Zeuge ist auf Blatt 13.435 vernommen worden zu diesem Vorgang. Erst auf Blatt 13.437 ist der Angeklagte erstmalig dem Zeugen gegenübergestellt worden, beziehungsweise es sind dann, wo ich darauf noch gleich zu sprechen kommen werde, ihm erst Bilder vorgelegt worden. Als man von diesem Vorfall sprach, ist der Angeklagte Baretzky ihm gemäß Protokoll nicht vorgestellt worden. Zgodnie z protokołem, który został wtedy napisany. Podczas pana zeznania na temat wypadku z dzieckiem wtedy na rampie tak. Oskarżonego Baretzkiego jeszcze nie było. On dopiero później został doprowadzony i postawiony panu na oczną stawkę. Ale wtedy, kiedy pan opisywał ten wypadek z kobietą i dzieckiem, to wtedy oskarżonego Baretzkiego nie było. Więc dlaczego pan wtedy nie opisał tego wypadku dokładnie? Ja go prowadzili z więzieniu. Z dwoje ludziami do mnie, ja go... Wieso denn? Er wurde damals mit von zwei Personen da aus dem Untersuchungsgefängnis hingebracht. Nein, der Herr Rechtsanwalt hat Folgendes beantragt. Er hat gesagt, erst ist der Zeuge vernommen worden und nachdem er das ausgesagt hat... Alles habe ich gesagt. Herr Vorsitzender, ich muss meine Frage noch etwas erweitern. Der Angeklagte ist noch nicht mal am ersten Tage der Vernehmung des Zeugen dem vorgestellt worden, also am 4.9., sondern überhaupt erst am nächsten Tag, einen Tag später, nachdem von diesem Vorgang ja gar nicht mehr die Rede war. Pan został zbadany, proszę pana, był pan badany w ciągu dwóch dni. I wtedy, kiedy pan pierwszego dnia opowiadał o tym wypadku na rampie, to w ogóle oskarżonego Baretzkiego jeszcze nie było, on dopiero był przeprowadzony na oczną stawkę następnego dnia. Na drugi dzień. Ja, am nächsten Tag. Ja, ist der vorgeführt worden. Meine Frage ist noch nicht aufgeklärt. Ich muss jetzt davon ausgehen, dass der Angeklagte an sich keinen Grund zur Aufregung hatte,
als er am 4.9. vernommen wurde. Pana, wtedy, kiedy pan pierwszego dnia, der Zeuge. Wtedy, kiedy pan pierwszego dnia, 4 września, składał swoje zeznanie i opisywał pan wypadek z kobietą i z dzieckiem. Wówczas oskarżonego Bareckiego nie było, więc pan nie był zdenerwowany wtedy. Dlaczegoż pan nie opisał tego wypadku tak szczegółowo, jak pan opisuje dzisiaj? Pierwszy, drugi dzień. On pierwszy dzień nie był pierwszy dzień, drugi dzień. Er war das am schön. Ersten Tag nicht, jawohl, er war erst am zweiten Tag. Ich wiederhole zum dritten Mal die Frage, Herr Rechtsanwalt. Ja. Więc ponieważ jego nie było pierwszego tak. dnia i pan nie był zdenerwowany. Nie, ja wcale nie jestem zdenerwowany. To dlaczego pan wtedy nie opisał tego wypadku z kobietą i dzieckiem tak szczegółowo? Rozumiem, pan o tych kopniakach nie mówi. Nie pamiętam się wszystkiego rzeczy. Co więcej? Ich habe mich damals nicht so erinnert. Ich erinnere mich im Laufe der Aussage an mehrere Sachen noch. Gut. Herr Zeuge, Sie sagten, dass Sie bei diesem Aufräumungskommando an der Rampe tätig waren. Wie viele SS-Leute waren Leiter dieses Kommandos, neben dem Angeklagten Barecki? Pan powiedział, że pan pracował w komandzie, tak, który wprowadzał tak, ludzi z wagonu. Tak. Kto oprócz tego, oprócz Bareckiego pracował jeszcze w tym komandzie z SS-manów? Kto jeszcze pracował? Tak. Przyszli rozmaite SS, oni szukali złoto, bilanci, wszystkie przyszli tam. Verschiedene SS-Männer, wer nach Gold und nach Preziosen gesucht hat, nach Bilanten, da sind die alle dahin gekommen. Haben Sie damals gesagt, oder bleiben Sie heute noch dabei, die Frage war eben schon mal hier angegriffen, von den Unteroffizieren war bei den Selektionen der aktivste Barecki. Bleiben Sie bei dieser Formulierung heute noch? Czy pan pozostaje przy swoim formułowaniu, które pan użył wtedy u sędziego Siczego, tak. że spod oficerów tak. najbardziej czynnym był Barecki? Czy pan tego, ten zwrot spod oficerów był najbardziej czynny Barecki? Czy pan przy tym zostaje dzisiaj też? Tak, on byli dużo oboszafio, utoszafio. Przyszedł może 15 osób, 15-30, jaki pociąg przyszedł. Ja, es waren mehrere Unterscharführer, Oberscharführer, sie kamen so, es hing vom Zug ab, 15, 20. Will er damit sagen, dass auch der Angeklagte Barecki Unterscharführer oder Oberscharführer war? Więc pan Przewto chce powiedzieć, że oskarżony Barecki był albo Unterscharführer, albo... Ich bitte sich da oben nicht zu unterhalten. No, co pan Przewto chce powiedzieć? On był, zdaje się, Rottenführer. Ich glaube, er war Rottenführer. Mhm. Und warum haben Sie damals etwas anderes gesagt? Niemand. Der Rechtsanwalt, der hat doch gar nichts anderes doch. Gesagt. Nein. Niemand hat nicht gesagt anderes. Ich immer sage selber, ich habe keine... Ist, Blatt 13.435, Mitte. Ja, was denn? Von den Unteroffizieren? Mhm. Ja, das bedeutet so viel wie von den Unterführern. Also, dass nun ein SS-Rottenführer ein Mannschaftsdienstgrad war und nicht im strengsten Sinne des Wortes ein Unterführer, das von dem Zeugen zu verlangen, ist vielleicht etwas zu viel. Naja, ich meine, wenn man etwas positiv behauptet, dann muss man ja auch Vorstellungen davon haben. Vielleicht hat es auch nur der Untersuchungsrichter so formuliert. Mhm. Gut. Ich merke mir außerdem, das. Außerdem, dann müssten Sie auch beanstanden, dass er überhaupt von Unteroffizieren gesprochen hat, denn bei der Waffen-SS gab es ja keine Unteroffiziere. Staatsanwalt, Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde, darauf komme ich jetzt, weil wir ja hier ein Bild haben, das ja ein Angehöriger der Wehrmacht ist. Herr Zeuge, Ihnen ist damals eine Lichtbildmappe des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg mit Selektionsbildern vorgelegt worden. Panu został wtedy pokazane zdjęcie zrobione przez policję kryminalną selekcji przeprowadzonej na rampie. Pan sobie przypomina, że panu pokazano. Ja, ich erinnere mich. Ja. Daraufhin haben Sie erklärt, die auf Bild Nummer 5 am Rande stehende Person. Wo stehende? Am Rande stehende Person, die den Kopf nach links gewendet hat, ist meines Erachtens Barecki. I wówczas pan powiedział, że na zdjęciu numer 5 osoba, która stoi z boku i głowę ma zwróconą w lewą stronę, zdaniem pana jest oskarżony Barecki. Tak, on był Barecki. Takie czapki nosił, takie... So, es war, ja, das war Barecki, er hat so eine Mütze getragen. Eine Mütze. Ich kann, wie halt mit einer Tasche, ich kann sagen, also. Eine Schirmmütze. Ja, und daraufhin hat man Ihnen noch ein weiteres Lichtbildmappe vorgelegt, und zwar aus dem Jedwäschen-Bulletin,
Nummer 3 aus 1958, Seite 22. Und da haben Sie gesagt, jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass die am rechten Bildrand abgebildete Person Barecki ist. Panu pokazano jeszcze jedno zdjęcie z biuletynu z 58 roku i pan powiedział, że tak, ja dokładnie zdaję sobie sprawę z tego, że osoba, która jest na prawym, po prawej stronie zdjęcia, to jest oskarżony Barecki. Prawej strony, z lewej strony, jak to? Prawej strony. Od rechts, ja, oder links, niech oni mnie pokażą fotografię, jak go poznam. Sie sollen mir doch bitte dieses rechts, links, das sag mir jetzt nicht, zeigen Sie mir dann die Bilder. Jetzt erst eine andere Frage. Herr Zeuge, ist es richtig, dass nachdem über all diese Dinge diskutiert worden ist beim Untersuchungsrichter, erst der Angeklagte Barecki Ihnen vorgestellt worden ist? Proszę pana, czy jest tak, że po tym, kiedy już na ten temat rozmowa była przeprowadzona, już była dyskusja u sędziego śledczego, że potem została dokonana oczna stawka z oskarżonym Bareckim? Tak, ja poznałem go. Chociaż przeszło 22 lata. Wtedy też on był ubrany wojskowym, on miał może 28 czy 30 lat. Potem 22 lata przeszło i ubrany był z więzieniu. W więzieniu 50 lat, od 52 lata i mimo to. Ja go w oczy poznałem. Jak to? Ja, nie wiem. Ja. Und w oczy go poznałem. Z oczu pan jego poznał. Ja. Und ich habe ihn erkannt, obwohl 22 Jahre vergangen sind, obwohl er damals so 28 bis 30 Jahre alt gewesen ist und in Uniform, SS-Uniform. Und jetzt kam er aus dem Untersuchungsgefängnis anders angezogen, 50, vielleicht 52 Jahre alt. Ich habe ihn nach seinen Augen erkannt. Herr Zeuge, ist es weiterhin richtig, bevor man Sie gefragt hat, ob der Hereingeführte der Angeklagte Barecki ist, erst ein ausgedehntes Gespräch zwischen dem Untersuchungsrichter und dem Angeklagten Barecki über das Bild, was hier eben Gegenstand meiner Frage war, stattgefunden hat. In dem gleichen Zimmer. Im gleichen Zimmer. Czy proszę pana prawdą jest, że w pokoju sędziego śledczego, kiedy Barecki został przeprowadzony, zanim pan go poznał, że już przed tym była rozmowa przeprowadzona między sędzią śledczym a oskarżonym Bareckim, bardzo szczegółowa rozmowa, a potem dopiero pan został jemu przedstawiony, znaczy pan go potem rozpoznał. Jego przywadzili, to ja go poznałem. Als man ihn hineingeführt hat, da habe ich ihn erkannt. Ich beantrage, da der Zeuge ja wahrscheinlich nicht mehr hier bleiben wird, das Bild, das bereits Gegenstand eines Antrages von mir war, das damals dem Zeugen Kulga vorgelegt worden ist, auch dem Zeugen hier nochmal vorzulegen und ihn zu befragen, ob die auf diesem Bild abgebildete Person, zwar in Wehrmachtsuniform, der Angeklagte Barecki nach seiner damaligen und heutigen Auffassung ist. Haben Sie das nicht Bild angeben bei den Protokollen noch? In den älteren Bänden. Ja, dann müsste das Bild nachher herausgesucht werden. Ja, das ist zu Protokoll genommen worden. Bitte um Entschuldigung, wenn ich dadurch hier, aber ich glaube, es ist wohl doch wichtig, hier diesen Zeuge nochmal danach zu befragen, ob diese Person, die auf diesem Bild ist, nach seiner Auffassung der Angeklagte Barecki ist. Sonst habe ich keine Frage mehr. Ich habe vorhin auf meine Frage schon, denn diese Frage war ja wohl zu erwarten von Ihrer Seite, eindeutig erklärt, der Angeklagte Barecki, der hier sitzt, der ihm damals gegenübergestellt wurde beim Untersuchungsrichter, das ist der Mann, den er aus dem Lager her kannte und gegen den er seine Aussage machen wollte. Herr Staatsanwalt, ich möchte hier nicht plädieren, aber ich glaube, aus der Art meiner Fragestellung doch gewisse Zweifel aufhabe kommen lassen, ob die Art und Weise, wie hier eine Identifizierung stattgefunden hat, wohl doch größten Bedenken unterliegt. Der Zeuge, der selbst Deutsch spricht, sitzt in einem Vernehmungszimmer. Ja. Da wird also der Angeklagte hereingeführt. Zwischen dem Angeklagten und dem Untersuchungsrichter entspinnt sich ein Gespräch. Herr Angeklagter Barecki oder Beschuldigter Barecki, sind Sie das auf dem Bild hier? Wie ist das Bild zustande gekommen? Der Zeuge hört sich das mit an. Ich habe da doch gewisse Bedenken, ob man sagen kann, der Zeuge hat auf Anhieb, frei von irgendwelchen. Und hinzu kommt ja noch, Herr Staatsanwalt, das möchte ich ergänzend sagen, dass doch dieses Bild doch auch nicht ganz klar ist. Und der Zeuge hat doch immer wieder gesagt, hier auf dem Bild,
das ist der Angeklagte Baretzky. Ich meine, wir können in diesem Stadium des Prozesses noch nicht feststellen, ob das nun der Baretzky ist oder nicht, aber Bedenken bestehen doch. Und die wollte ich damit aufklären. Ihre Bedenken in allen Ehren, aber der Zeuge hat auch vorhin schon gesagt, der Angeklagte Baretzky kam rein und noch bevor diese von Ihnen zitierte nicht sehr lange Unterhaltung zwischen Baretzky und dem Untersuchungsrichter stattgefunden hat, noch vor dieser Unterhaltung habe ich gesehen, das ist der Baretzky. Ich habe ihn sofort an seinen Augen wiedererkannt. Dennoch erscheint es mir notwendig, denn diese abgebildete Person hat gewisse Ähnlichkeiten nach meiner Auffassung. Aber ob sie es ist, eine andere Frage. Ich beantrage, das Bild ist ja im Zeugenfoto. Ist sonst noch eine Frage zu stellen? Herr Rechtsanwalt Adolf. Herr Gotland, diese Selektion, als die Hosen hochgekrempelt werden mussten und die Füße gezeigt wurden, wann hat diese stattgefunden? Ungefähr. Zawsze było, 90% było po robocie. W jakim okresie czasu? Jak to powiedzieć? Das war immer nach der Arbeit. Ich meine, Sie meinen wahrscheinlich Jahr und Monat. Darum habe ich ja. A, proszę, w którym roku? Tak. To było raz w roku. 42 rok było w Oświęcimiu selekcja. To było w miesiącu August. August, tak, sierpień. Tak. Potem zrobili selekcję po obiedzie, w niedzielę. Raz, selekcję. Birkenow, to było w Oświęcimiu, to był Birkenow. Einmal war eine Selektion im Jahre 1942, das war Monat August, in Auschwitz. Und eine zweite Selektion war einmal am Sonntag, nach der Mittagszeit in Birkenau. Und bei welcher dieser Selektionen will der Zeuge den Angeklagten Kaduk gesehen haben? I przy której z tych selekcji widział pan oskarżonego Kaduka? On był w selekcji, jak to powiedzieć, o Oświęcimiu powiedzieli. Er war bei der Selektion in Auschwitz. September. In August, September 42. War der Zeuge anwesend? Hat er das selbst gesehen oder hat er das nur gehört? Czy pan był obecny przy tym? Czy pan to sam widział? Czy pan tylko o tym słyszał? Ja widziałem te ludzie wszystkie, co przyszli do gazowni, no. Ich habe die Menschen alle gesehen, die in die Gaskammer gekommen sind. Haben Sie gesehen, dass der Angeklagte Kaduk auf bestimmte Personen gedeutet hat, mit dem Zweck, sie heraustreten zu lassen? Czy pan widział na własne oczy, że oskarżony Kaduk wskazał palcem na tę czy inną osobę? Ja powiedziałem i mówię teraz, nikt nie inaczej nie zrobię. Ja na moje oczy nie widziałem, żeby Kaduk kogo zrobił coś, mordował. Ja byłem w Birkenow, on był w Oświęcimiu. Und sag das noch einmal, ich habe mit eigenen Augen niemals gesehen, dass Kaduk jemanden ermordet hat. Er war in Auschwitz und ich war in Birkenau. Gut, vielen Dank. Nur noch eine Frage. Der Zeuge hat 10 Personen aufgezählt, die besonders nach seiner Auffassung, nach seiner Darlegung gefürchtet waren. Unter diesen Namen war der Name Kaduk nicht enthalten. Ist daraus zu schließen, dass es nach Auffassung des Zeugen wesentlich Schlimmere gab als Kaduk, war er nicht unter den Gefürchtetsten. Pan powiedział, że pan może wyliczyć 10 osób, które były specjalnie pod strachem w obozie. W tych nazwiskach, które pan wyliczył, nie było nazwiska oskarżonego Kaduka. Czy to oznacza, że byli gorsi od oskarżonego Kaduka, że pan go nie zalicza do tych 10? W moim lagerze, w Oświęcimiu, ja znam te ludzie, co były najgorsze. In meinem Lager, da waren ja schreckliche, aber er war doch in Auschwitz. Danke. Ist keine Frage mehr an den Zeugen zu richten, keine Erklärung mehr abzugeben. Dann werden Sie das Bild aus den Protokollen heraussuchen, Herr Hüllen, ja?
und wir machen dann so lange Pause, 10 Minuten. Zeuge deutet auf den letzten. Mit dem Stock, den Mann. Ten, który ma kibrenku. Ten, który ma kibrenku. Ten, który ma kibrenku, tak? Ja. Also weißt du mal, Gerhard, der Zeuge bezeichnet den ganz auf der rechten Seite dieses Bildes, vom Beschauer aus gesehen, stehenden SS-Mann mit dem Stock in der Hand. Haben Sie inzwischen auch festgestellt, dass das keine Wehrmachtsuniform ist? Ich habe im Augenblick nicht drauf geschaut, aber es ist, glaube ich, keine SS-Uniform. Es ist eine SS-Uniform, und zwar trägt der Abgebildete erstens einmal auf der Mütze oben links das Hoheitsabzeichen, was bei der Wehrmacht nicht der Fall war. Außerdem deuten auch seine Schulterstücke darauf hin, dass es sich um einen SS-Mann und nicht etwa um einen Wehrmachtsangehörigen handelt. Ja. Meine Frage war ja an den Zeugen, ob diese Person Barecki ist, und das hat er bejaht. Und ja, damit ist an sich mein Antrag und meine Frage erledigt. Erledigt. Sind noch Erklärungen abzugeben oder Fragen zu stellen von Seiten des Angeklagten Barecki? Wo sind Sie? Ich darf das im Vorfall sagen, wie ich beim Untersuchen gesagt habe. Treten Sie mal ans Mikrofon, damit man Sie versteht. Herr Vorsitzender, zu dem Vorwurf möchte ich sagen, dass ich habe das mit dem Kind niemals gemacht. Das habe ich untersuchungsrechtlich auch gesagt. Dass damals, zu der Zeit habe ich gesagt, das wäre gelogen. Dafür haben wir damals mal Geldstrafe gekriegt. Sie haben eine Geldstrafe bekommen, weil Sie gesagt haben, das wären bei uns Zustände, die wären schlimmer wie bei der politischen Abteilung in Auschwitz. Nein, ich habe gesagt, das wäre gelogen. Und der Herr Untersuchungsrichter hat mir gesagt, es darf nicht sagen gelogen, es muss sagen, es heißt unwahr. Da habe ich gesagt, ja. Der Zeuge hat auch gesagt, legen Sie zu mir. Und hat er gesagt, sind Sie ruhig. Ich habe gesagt, hier ist noch schlimme, hier ist die Vernehmung schlimme politische Abteilung. Und dafür haben Sie 300 Mal Geldstrafe bekommen. Oder haben Sie den Eindruck, dass es hier schlimmer ist wie bei der politischen Abteilung? Ich habe einen Untersuchungsrichter das gesagt. Aha. So, wenn keine Fragen mehr zu stellen sind an den Zeugen, muss der Zeuge seine Aussage beeiden. Bitte fragen Sie den Zeugen, ob er bereit ist.